Hallo Leute, willkommen zurück zu Spin Tires. Ja, wir haben letztes Mal ein bisschen die Punkte aufgedeckt und ich würde sagen, wir machen da weiter. Schalten natürlich zuerst die Handbremse ab, weil ohne Handbremse fahrt sich's leichter. Und jetzt versuchen wir mal, dass wir da weiterkommen und dass wir mehr Punkte aufdecken. Ja, viele sind es ja nicht mehr. Ich hoffe, ich müsste noch richtig sein. Ich muss da dann irgendwo links. Wie gesagt, ich möchte ja dahin, wo wir unsere... Ja, genau. Ich muss jetzt einfach nach links rein. Ich fahre jetzt dahin, wo wir das Fahrzeug geholt haben. Wie man sieht. Vorbei an dem Tankwagen, vorbei am Dixi-Klo. Au! 63 Schaden, weil ich am Baum berühre? Ein bisschen übertrieben. Aber ich sag mal so, mit dem Fahrzeug nichts berühren ist eine Kunst. Na gut, er bügelt ja alles nieder, also das ist... Ich bremse und krieg Schaden, also irgendwie hat das Spiel was gegen mich heute. Die Kamera ist echt mal schlecht. Wo muss ich hin? Sagt's mal lieber, wo ich hin muss, Leute. Aha, weiter nach links. Das heißt, wir werden dem Vater folgen. Nein. Ups. 200 Schaden von 800. Folgen wir mal dem Fluss, sage ich jetzt einmal. Der Fluss, der eigentlich mehr ein Bach ist als Fluss, zum Glück, also nicht sehr tief. Haben wir ein bisschen einen Umweg. So, wo muss ich jetzt so ungefähr hin? Er muss da irgendwo drüben sein. Ist halt die Frage, wie komme ich da hin? Da stehen nämlich ein bisschen viele Bäume rum. Viel Bäume für meinen Geschmack, ja. Aber da schaut's gut aus. Im schlimmsten Fall kann ich noch meine Winch verwenden. Kann man gar nicht mehr weiterkommen, aber ich brauche nicht mal die Flock dafür. Doch, für das Stück dann schon. Kaum sage ich's, brauche ich's. Stehen sehr viele Bäume. Das Problem ist wie immer, ich sehe nichts, wo ich hinfahre. Durch diese schöne Kameraführung da. Komme ich zwischen den beiden Bäumen durch? Wahrscheinlich nicht. Nicht, wenn es sich schon davor gewischt ist. Ah, doch, geht. So, wo ist dieser blöde Punkt? Ey, ich fahr drum herum. Der ist sicher auf dem Berg da. Das heißt, ich muss da irgendwo nach links. Es ist halt auch immer schön, dass ich Schaden kriege dadurch. Da ist er!
Au, das hat einen Schaden gemacht. Ui. Sollte ein bisschen vorsichtiger fahren. So, das heißt, wir haben die rechte Seite schon so gut wie aufgedeckt. Kann man da näher ranzoomen? Ja, kann man, das ist cool. Das heißt, ich schaue, muss jetzt irgendwie schauen, dass ich da rüber komme. Wie fahren wir denn am blödesten, ohne dass ich durch einen halben Urwald fahren muss? Wir könnten wieder dem Flussverlauf folgen, da sollte ich eigentlich ziemlich weit rüberkommen. Mein Ziel ist jetzt einmal die ganze Map aufzudecken und dann schauen wir mal, was wir noch so machen können, so wie Holzlieferung oder so. Aber ich glaube, ist das die Stelle da, die so schön zum Fahren ist oder eher nicht schön zum Fahren ist? Ich glaube, im Wasser stehen bleiben ist eigentlich keine gute Idee. Ah ne, das ist eine andere Stelle, okay. Ich werde da nicht wirklich weiterkommen, oder? Es sind ein bisschen viele Bäume und darauf, dann habe ich da oben die Bäume. Wobei darauf wäre, wo werden das überhaupt da? Das können wir vergessen. Das Problem ist jetzt halt auch, es wird langsam dunkel. Das heißt, ich sehe niemand allzu viel. Schaden, weil ich am Boden ankomme. Ja, ich mag dich auch schon. Ich würde sagen, wir fahren dahin zurück, wo wir herkommen sind, wo wir das Auto geholt haben. Und schauen, dass wir von dort weiterkommen. Ja, die Richtung stimmt schon ungefähr. Und jetzt bleiben wir wieder nach, das passt schon. Sonst kostet es wieder zu viel Sprit und dann haben wir einen leeren Tank. Das wir sind am richtigen Weg, ich sehe zumindest schon mal das Haus. Der wollte ich jetzt nicht den Motor abstellen. Okay, mit der Sattelkupplung kann ich. Ich drücke jedes Mal die falsche Taste. So, Fahrzeug ist repariert. Voll dank dieser Nimmer. Um 20.04 Uhr, 2 Kilometer sind wir schon gefahren, na gut. Na gut, schauen wir, dass wir weiterkommen da.
Lebendig ist er nicht. Also eine Gazelle ist er nicht auf der Straße. Aber ich glaube, das will auch gar nicht sein. Also habe ich so ein Gefühl zumindest. Okay, wir fahren direkt auf einen Verdeckungspunkt zu. Nachts ist das Ganze natürlich noch schwerer. Weil man einfach nichts sieht in der Nacht. Okay, ich muss weiter in die Richtung. Ist ein Weg. Das meine ich mit, man sieht nichts. Aber ich werde jetzt einfach mal da weiter links rauf und das schaut mal. Das schaut mal einladend aus. Naja, auch nicht wirklich, aber die Gefahr, dass man sich da festfahrt, ist halt relativ geringer, sage ich mal. Weil man mehr sieht. Nur mit selber freiwinschen wird es da ein bisschen schwierig. Da fliegt ein Stein. Da fliegt ein bisschen mehr. Nicht umkippen, nicht umkippen, nicht umkippen. Mach das nicht mit mir. So, die Frage ist, ich bleibe jetzt da mal, obwohl man es eigentlich bei so einem Boden nicht unbedingt machen sollte, ich bleibe mal stehen. Die Verdeckung ist weiter rechts. So, jetzt können wir es aussuchen, entweder über die Steine oder durchs Wasser. Wow, 19 Liter pro Minute, der schrauft anständig. Also die grüne Umweltplakette kriegt auf jeden Fall nicht. Nachts sieht das alles so wirklich nicht einladend aus. So, da scheint ein bisschen ein festerer Boden zu sein, da können wir kurz einmal stehen bleiben. Die Verdeckung ist da irgendwo. Ja, Leute, ich sag's euch, das ist nicht spaßig in der Nacht. Aber es ist wirklich Mitternacht, also noch 6 Stunden und wird's hell. Ein Königreich für Suchscheinwerfer. Ja, das Problem ist, wenn da die Verdeckung ist, das sind Bäume. Also da komme ich nicht weiter. Was ich hier vermisse, das ist so entweder ein Quad oder, wie soll ich sagen, so ein Gatschupferl am Motorrad. Ja, ich nehme jetzt absichtlich die romantische Route. Man möchte der imaginären Beifahrerin doch ein bisschen was bieten. Jo, der Tank ist bei der Hälfte. Den kriegen wir auch noch leer. 30 Schaden.
Ah, ein Sägewerk. Okay, da müssen wir Holz herbringen. Jo, das heißt, wir haben keinen Holzzähler mit, das bringt mir eigentlich gar nichts, dass ich da bin. Wo geht's denn da? Geht's da hinten irgendwo noch hin? Ja, zu einer Verdeckung, die könnte ich jetzt holen. Dann fahren wir den Weg. Ich merke gerade, ich habe die ganze Zeit Diff-Lock und Allrad an. Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Und ich merke schon, die Folge ist auch schon wieder ein bisschen lang. Ich werde nochmal da schauen, dass ich da ein bisschen auf festeren Boden komme, weil im Wasser möchte ich nicht stehen bleiben. So, ich bleibe jetzt einmal dastehen, ist zwar nicht unbedingt der festeste Boden, den ich mir hätte aussuchen können. Aber was soll's. Ich sag mal danke fürs Zuschauen wieder, ich hoffe die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.